Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ingo und Thüringen 3.0. Jetzt warten wir, was trocken wird. Fahrzeug kommt. Ah, da soll ich eh vorne abkippen, deswegen wollen wir stehen bleiben. Dann müssen wir den Berg hier abtragen. Ne? Das machen wir gleich. Dann nehmen wir den Radlader. Könnte auch den Kursplayfahrer ändern. Mal den Kurs einfahren, aber ich sag mal, oh, was geht. Solange das einigermaßen läuft, würde ich das mal nichts ändern, ne? Muss man hier ein bisschen runterfahren. Ein bisschen abschräumen, ne? Verteilen müssen wir nicht unbedingt richtig, aber wir müssen halt ein bisschen runternehmen von der Spitze. Sonst kommt irgendwann die Mecke, mehr geht nicht aufzuladen. Das ist ja an sich Blödsinn. Die Höhe da oben ist als offen, ne? Bis es zu kalt wird. Aber ein Programm kann nur das machen, was man eben vorher programmiert. Mehr geht dann nicht. Blocking, das ist typisch. Oder weil er steht, das kann auch sein. Mal eine Weile beobachten. Der nächste auch Blocking macht hier, der ein Blocking. Jetzt kommt der Problem, jetzt kommt er nicht an. Ja. Durchdrehende Reifen, na gut, ich auch. Ich komm gleich helfen. Na gut, die Probleme haben sie eben gelöst am Heftegut, vom Hexer, und jetzt verteilen und schieben. Normalerweise wird ein menschlicher Fahrer sagen, okay, wir kommen nicht hoch, verteil mal bitte erstmal, ne? Was ein KI nicht hinkriegt. Der zieht sein Programm durch. Oh. Und mal auffüllen hier, die kleine Loch hier. Dann schieben. Nicht umschmeißen. Schieben! Also eh nur gelegene Hänger, das kann man schon machen.
Ich weiß hier beim Ausschalen. Ich habe mal die Frage, wo ist der Polier? Nicht da, okay. Dann machen wir mal die Methode Russisch. Alles zusammenbrechen lassen. Materialkosten dabei. Aber die bekamen ja nach Dings bezahlt, nach Fläche. Und dann war denen die Schalung immer egal. Ne? So, jetzt haben wir Logging. Zwar. Aber erst haben wir unseren Scheiß erkriegen hier. Draußen knallt er. Mir ist heute gleich nach Silvester. Also heute ist Silvester. Denk. Es kommt mir vor wie ein normaler Wochentag. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Was war ich früher verrückt mit Knallen? Oh Mann. Heute habe ich, oder nee, gestern habe ich geguckt, eine Knaller kaufen, also beziehungsweise Feuerwerk. Knaller kaufe ich ja so nicht mehr. Habe ich mal geschaut, ne? Ah, nee. Was haben die für Preise? Kleiner Spaß. Sag ich mal. So, irgendeiner. So. Wieder verteilen. Ne? Jetzt können die ohne Probleme hochfahren. Ne? So. Fahren wir runter und kümmern wir uns um Probleme auf dem Acker. So. Ach, hier die Ecke bestimmt hier oben. Ach ja. Die haben sich lieb. Jetzt wird es nur weniger. Aber eine Stunde macht immer noch Rechnung hier. Aber gut, was soll's. Ja, Gerätschaften noch erstaunlich gut erhalten. Das haben sie mit Zies ein bisschen korrigiert. Ich bin ein bisschen von der Steuerung durcheinander hier mit Transportfeuer. Wenn man dann die Karte bewegen wollte oder hoch und runter, dann musste man die mit der Maustaste gedrückt halten. Das mache ich jetzt hier natürlich auch, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Man sich was angewöhnen kann. Ja, das Feld ist dann auch gut abgearbeitet. Dann werden wir hier mit Flügen beginnen. Und nach dem Flügen werden wir hier Gras auch sehen. Dann haben wir hier schon mal die Fruchtfolge eingehalten. Auf. Halt. Hier gibt es ja hier diese Vorschläge, da kann man eingeben, was wir aktuell gerade haben, und dann machen wir, das ist Feld egal, also man hat hier Vorschläge und dann kann man entsprechend hier sagen, okay, nach Mais kommt denn jetzt nachher würde man erkennen, bei Mais würde der Ertrag entsprechend keine 100% ergeben. Kartoffeln auch nicht. Zuckerrüben wären 108%. Pappeln 114%. Gras auch 114%. Deswegen machen wir dann Gras. Und nach Gerste, wir haben ja zwei Gerstefälle gehabt.
Sprachen der Quatsch. Weizen wäre auch schlecht, weil Weizen ist auch eine Getreidesorte. So wie Hafer, Baumwolle können wir an sich nicht. Weil Thüringen ist das nicht möglich. Wir werden Raps nehmen. Und dann haben wir noch Weizen als Feld gehabt. Ja, und dann mal schauen. Können wir auch Raps nehmen oder Sonnenblumen? Nehmen wir Sonnenblumen. Dann haben wir noch gehabt. Hatten wir Raps? Raps haben wir nicht gehabt, ne? Nee. Ach, wir haben jetzt nichts gehabt. Beziehungsweise, es kommt noch Sojabohnen. Nach Sojabohnen können wir Weiß oder Gerste ansehen. Raps, Gras, Sonnenblumen, Malte, Gerste. So, dann haben wir schon mal die Früchte vorprogrammiert. Für das nächste, da wo aktuell das Gerste war, kommt dann Raps rauf und bei Weizen kommt Sonnenblumen rauf. Natürlich, wenn wir die Felder nehmen, die weit weg sind, einfach nur Sonnenblumen machen und dicht bei sind, also hier 8% Gras, weil auch relativ wenig Gefälle hat, bald die abhauen. Und dann wo Sonnenblumen war, kommt Gerste rauf. Sojabohnen. Und schon läuft das. Hier muss ich mich beeilen. Sonst, die machen die Dummheiten hier, die Jungs. So, wir starten, ne? Hier können wir ja fleißig, ja, fleißig verteilen, ne? Also rauffahren wieder, na gut. Das war ja eh vorprogrammiert, ne? Das ist ja halt so. Denn sobald wir das fertig haben, werden wir uns um Flügen kümmern, wenn es nicht trocken ist. Und wenn es trocken ist, dann werden wir halt die Ernte machen. Weil die Ernte hat immer Vorrang vor alles andere. Ich würde sofort Mais unterbrechen, wenn jetzt trocken werden würde. Dann kann er noch nachts wissen arbeiten. Ne? Aber es ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass nachts trocken wird, gering. Ne? Zumal schon 20 Uhr ist, ist ja die Sonne nicht mehr so hoch. Das ist allgemein feucht vom Wetter her und so. Ja. Gut, dass kein Heu liegt, da haben wir uns geärgert, wenn das weniger wird bei Regen. Ich meine, das ist schon extrem, ne? Das war vielleicht übertrieben, dass es Stroh. Naja, man muss mal dazu sagen, das ist ja auch. Der Rhythmus ist zwar in 6 Tagen, aber im Sommer ist ja eigentlich ein Vierteljahr normalerweise. Und wenn da jetzt Stroh verteilt auf die 6 Tage gerechnet wird, dann liegt es ja, rund 4 Wochen, 3 Wochen ungefähr aufs Feld und dann passiert schon was, ne? Ja, man kann es ja hier nicht so berechnen wie in der reellen Welt, wo man eine reelle Zeit hätten. Also im Prinzip das jeder Tag. Funktioniert ja so nicht. Beziehungsweise wäre zeitlich. Ja. Nicht machbar. Dann wären wir überhaupt nicht fertig. Da müsste man im Prinzip immer wieder schnell vorspulen und sagen, okay, jetzt ist nichts zu tun, das ist ja halt so, ne, bei einem kleinen Hof, ne. Das war haarscharf, du. Da kennt er nichts, du.
Aber so langsam aber sicher kriegen wir das Ding voll. Ne? Fast 2 Millionen. Das ist super. Können wir uns mal finanziell erholen, ne? Jetzt zum nächsten Mal. Ich bin eigentlich gespannt, was der bringt, obwohl die Silage an sich ganz gutes Geld bringt, ne? Wird ja gefördert, da zahlen ja alle Prinzipien nachher. Entweder der Strompreis, wenn das einer sowas macht. Das ist ja hier, ich glaube, 20 Jahre garantierter Preis, hat die dann bekommen. Ich meine, wenn ich sowas investiere, muss ich auch über einen gewissen Zeitraum auch Sicherheiten haben. Das ist richtig. Aber wenn ich was mache, was keine Zukunft hat, dann ist ja schon mal scheiße. So, mal langsam, aber sicher kriegen wir unsere Siedlung auch voll. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Und wie immer. Und hört uns jetzt die nächste Folge. Tschüss.